20 Hefte, weit über 250 Zeichner, eine Idee, der Comic Clash von Mogamomo und Epidermo Futi. Willkommen, die Endausscheidung des Comic Clash zum 15. Comic Salon. Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, bis aufs Messer, bis einer heult. Okay. Der Hut sagt, zeichnet Asterix! Ich fürchte, wir sind uns schon wieder einig und sage einfach mal, ein Flügel ist besser als zwei Hörner. Ich hätte hier gerne einmal den Applausometer für War Horror. Oh, wir befinden uns auf dem Comic Salon Erlangen Comic Clash. Das ist unser Host Eckhard Breitschuh. Comic Clash. Wir nehmen für unseren Brain Battle wieder unseren bewährten, super intelligenten, charismatischen Moderator Christian Brainbox Mangal. Könnt ihr die mal kurz ausprobieren, ob die auch funktionieren? Wunderbar, sehr würdevoll. Vielen Dank. Zwei Comic-Autoren haben eine Lehre als Tischler absolviert, bevor sie sich an Kunsthochschulen einschrieben. Wer war das? Schultheiß, das Zweite. Das Zweite stimmt. Ralf König und Matthias Schultheiß. Welcher Comiczeichner hat sich mit seinen Initialen in seiner Schöpfung selbst verewigt? Bitte, bitte. Hergé. Falsch, falsch. Raus. Bitte. Nicht Homer, der eine. Nee, falsch. Matt Gröning? Matt Gröning ist richtig. Natürlich gegen die Uhr. 30 Sekunden. Die ersten 15 Sekunden herrscht Stille. In den zweiten 15 Sekunden wird ein nervtötendes Countdown-Geräusch einsetzen und die Kombattanten komplett verunsichern. Der Leuchtturmwärter Lupo wurde durch einen lauten Knall geweckt. Zeichnet! Beide Teams mit einem Hang zur Landschaftsdarstellung. Und Schluss! Ja. Senfgurke arbeitet direkt mit Worteinsatz, das ist ja ein probates und legitimes Mittel im Comic. Direkt ins Kampfgeschehen. Ohne Angst vor Flüchtigkeitsfehlern wird hier einfach mal losgeprügelt. Guck unsere Fraktur im Moment eher rein visuell. Es hat ein Geschmäckle, sagt der Schwabe, wenn der, wenn der Organisator den ersten Preis gewinnt. Aber es ist nicht der einzige erste Preis. Wie ist das eigentlich in so einer Jury? Wie geht das vor? Ja, wir haben wochenlang uns die Köpfe zerbrochen über diese, wie viel war das nochmal? 100 eingesandten Comichefte. Dein Leben hat es auch verändert, glaube ich. Stark. Neues Kunstland. Schaut euch das an. Ja, kniet nieder und weint. Und jetzt geht es um den ersten Preis. Der erste Preis im Gesamtplacement des Comic Clash von Mogamogo und Epidermo Futi geht an O-Magazin! Hey, auf die Bühne! Man fühlt sich so, als hätte man den Sinn des Lebens endlich erkannt. Ah, der Sinn des Lebens ist, auf einer Bühne zu stehen mit einem absurden Gürtel vor dem Bauch. Ja, ich weiß nicht, also wenn du ihn gefunden hast, kannst du gleich noch verraten. Das würde mich auch mal interessieren. Willkommen beim Comic Clash.